Etwa alle 2 Wochen stirbt auf unserem Planeten eine Tierart aus. Erschreckend, oder? Doch diese traurige Entwicklung, die passiert nicht nur weit, weit weg in der Heimat sibirischer Tiger oder arktischer Eisbären, sondern zum Teil direkt vor unserer Haustür. Doch von genau hier kommt gleichzeitig auch die Rettung. Ob Vorwerkhühner, Partout-Esel, Thüringer Waldziege oder das pommersche Landschaf. Sie alle eint eins, es gibt sie nicht mehr oft. Sie alle stehen auf der roten Liste der gefährdeten Nutztierrassen. Und sie haben ihr Zuhause bei Hans-Jürgen Niederhoff. Der 68-jährige Biobauer hat sich den Schutz und Erhalt von gefährdeten Tieren auf die Fahne geschrieben. Schließlich stirbt alle 2 Wochen eine Tierrasse aus. Sein ganzer Stolz gilt ihnen, den Auerochsen. Streng genommen eine Nachzüchtung des Auerochsen, denn der ist schon vor Jahrzehnten unwiederbringlich ausgestorben. Täglich kommt er her und schaut nach dem Rechten, kennt sie genau, seine Tiere. Sind aber noch nicht alle hier. Nee? Nee, wir sind noch unterwegs hier. Vor 14 Jahren hat er mit gerade einmal 18 Tieren die Zucht angefangen. Nun nennt er fast 200 Auerochsen sein eigen. Im Naturschutzgebiet bei Lüneburg steht seine Herde, zusammen mit 16 Wildpferden, Connix. Es ist ein erfolgreiches Projekt, doch reich wird er damit nicht. Ich kann da nicht alleine von leben, das ist viel Idealismus, 80% Idealismus. Ne? Idealist muss man auch sein. Ne? Das kann man nicht von leben, also im Haupterwerb nicht, da ist zu wenig dazu, ne? Da müsste man 1000 Rinder haben. Den großen Bullen hat Hans-Jürgen Niederhoff erst kürzlich in die Herde aufgenommen. Frisches Blut, sagt er. Prinzipiell sind Auerochsen friedlich, dennoch bleiben es wilde Tiere. Da wollte ich Ohrmark ablesen von einer Kuh und stand so 15 Meter entfernt, so 2 Meter vom Zaun und 15 Meter von der Kuh entfernt, habe mit Fernglas geguckt und da haben die Augen von der Kuh richtig geglänzt. Ne? Ich habe gedacht, hier musst du weg, ne? Und bin auch nicht weggekommen. Ich wollte zurücklaufen, bin dann hingefallen am Rücken und dann kam die Kuh aus dem Stand angeführt, hat mich wohl einmal hochgeschmissen, weiß ich gar nicht, war Sekundensache, ne? Und dann bin ich einmal durch die Luft geflogen wohl und dann ist sie abgehauen, mein Kalb. Ne? Und es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Ne? Aber ich könnte mir jetzt gar nichts anderes vorstellen. Ne? Man muss mit dem Herzen dabei sein. Ne? Sonst funktioniert sowas auch nicht. Ne? Seit über 45 Jahren hat er hier seinen Biohof. Auf 150 Hektar Grünland setzt er sich Tag für Tag für Nachhaltigkeit, für die Biodiversität ein. Ja, ist er satt? Satt. Der Bauch ist voll. Komm her, Miggi. Komm her. Das bedeutet gleichzeitig aber auch Verzicht. Urlaub muss da ganz genau geplant werden. Ja, wir waren heute auch mal 3 Tage in der Ostsee, oder 4 Tage. Da waren wir, die ganze Familie war da. Doch genau solche Menschen braucht es. Denn hier in Deutschland sind mehr als 100 Nutztierrassen vom Aussterben bedroht. Das ist mir schon wichtig, damit nachfolgende Generationen auch noch mal an den Genuss kommen, so eine alten Tiere zu erleben, ne? Und meine Enkel oder zukünftigen Generationen, wenn das keiner machen würde, dann würde es das gar nicht mehr geben. Ne? Und wenn er nicht mehr kann, dann hofft Hans-Jürgen Niederhoff, dass seine Tochter weitermacht, damit der Biohof auch in Zukunft zur Artenvielfalt in Deutschland beitragen kann.